Ihr Lieben, lasst uns die Zeit nutzen, die wir haben, die Gott uns gegeben hat, solange wir leben, egal was ist. Wir bekommen von ihm Zeit, auf sein Wort zu hören. Und ich möchte euch mitnehmen zu einer Betrachtung des 7. Psalms heute. Psalmenprojekt, ich will alle 150 Psalmen übersetzen aus der hebräischen Ursprache, etwas dazu sagen, mit euch ins Gespräch kommen darüber. Heute der 7. Psalm. Und vielleicht machen wir es so, dass ihr zunächst mal einfach jetzt, nachdem ich euch begrüßt habe und mich freue, dass ihr da seid, dass ihr einfach mal eben ausschaltet und euch eine Bibel schnappt, sei es im Internet, die googelt und findet, oder ihr habt eine Bibel bei euch im Bücherregal stehen und diesen 7. Psalm einmal durchlest. Lest ihn in dem Tempo, das für euch richtig ist. Ich werde versweise den Psalm auch noch vorlesen und etwas dazu sagen, aber es schadet, glaube ich, nichts, wenn ihr den vorher einmal durchgelesen habt für euch. Ich nutze die Zürcher Bibel, könnt ihr also, wenn ihr googelt, finden. Der Text ist frei zugänglich. Ihr könnt aber auch die Lutherbibel nehmen, die King James Version, was immer ihr für eine Bibel haben wollt. Ich habe festgestellt, dass, wenn man aus dem hebräischen Text übersetzt, ich bin kein guter Hebraist, wirklich nicht. Ich muss mich erst wieder reinfummeln, mein Studium liegt lange zurück. In der Praxis habe ich dann Hebräisch doch nicht so viel gebraucht, leider die Zeit nicht gehabt. Aber jetzt ist das ja der 7. Psalm, den ich schon übersetzt habe. Und ich merke also, man ist, wenn man übersetzt, nicht richtig zufrieden mit den Übersetzungen, die es schon gibt. Also an der einen oder anderen Stelle hat man seine Fragen und denkt, es könnte auch anders sein. Dann fängt man an, die Übersetzungen zu vergleichen. Es schadet also nichts, wenn ihr jetzt eine völlig andere Übersetzung nehmt als ich. Lass uns ins Gespräch eintreten. Wenn ihr der Meinung seid, ich habe was falsch verstanden oder grundsätzliche Dinge anders gesagt, als ihr das richtig findet oder als es eure Einsicht ist, dann teilt es doch hier unten mit. Schreibt da was zu oder wenn ihr mich persönlich kennt, könnt ihr mich auch anrufen oder mit mir darüber sprechen. Der 7. Psalm. Ich habe jetzt noch einige Bibeln außer der Zürcher Bibel dabei, nämlich einmal die Luther-Übersetzung von 1545. Die finde ich ziemlich gut. Es ist auch so, dass die Luther-Bibel, die man heute hat, die 84er oder die 2017er Übersetzung, das ist natürlich nicht der Original Luther ist, ja, heißt Luther-Bibel, aber ist redigiert, ist überarbeitet und auch verändert gegenüber der 1545er-Bibel. Ich finde interessant, dass die Verse 13 und 14 dieses Psalms in den neuen deutschen Übersetzungen, das betrifft alle, das betrifft die neue Luther-Übersetzung, das betrifft die neue Genfer Übersetzung, die Zürcher Bibel, alle übersetzen anders, als es mir richtig scheint. So wie ich die Verse 13 und 14 verstanden habe, so übersetzt sie die englische Bibel, die King James Bibel, auch die neue Fassung der King James Bibel. Aber die Deutschen haben inhaltlich gegenüber der ursprachlichen Übersetzung und der, die in der King James Bibel ist, etwas verändert. Wahrscheinlich, weil ihnen das Gottesbild, was in diesem 7. Psalm in den Versen 13 und 14 begegnet, 12 bis 14 sogar begegnet, nicht sehr sympathisch ist, weil es ihnen unheimlich ist. Das ist nämlich die Rede davon, dass Gott ein Gott ist, der täglich zürnt und einer, der seinen Bogen spannt und Todeswaffen richtet auf die, Frevler sind. Das ist etwas, was uns vielleicht Beschwer macht, was wir lieber da nicht stehen hätten. Und wenn man mit einer Übersetzung so ein unsympathisches Gottesbild loswerden kann, dann verstehe ich die Versuchung, dass man dann so übersetzt, dass es angenehmer klingt. Aber die Lutherbibel von 1545, die King James Bibel, die englische, ich denke auch die hebräische Bibel, aber darüber werde ich mit den des hebräischen Kundigen unter euch gerne sprechen, weil ich bin da wirklich nicht gut. Und dann habe ich hier noch eine Bibel, die plattdeutsche Bibel von Karl Emil Schade, die auch so übersetzt wie die King James Bibel.
Also, macht doch mal eben aus und lest irgendeinen Psalmtext, den ihr kriegen könnt. Psalm 7 in Ruhe für euch durch. Wir sehen uns hinterher wieder. Dann schaltet ihr einfach dieses Video wieder ein. Bis dann. So, da seid ihr wieder. Und ich gehe jetzt einfach Vers für Vers durch den Psalm durch. Zürcher Übersetzung, wie gesagt. Ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen des Benjaminiten Kusch. So fängt es an im ersten Vers. Das ist die Erklärung. Ein Klagelied Davids, das birgt zwei Schwierigkeiten schon mal. Einmal das Wort Klagelied, hebräisch Shigayon. Das Wort gibt es nur einmal im ganzen Psalter. Und man weiß nicht so richtig, was es heißen soll. Die meisten Übersetzungen sagen Klagelied. Aber hier habe ich zum Beispiel die Übersetzung von Martin Buber. Und da heißt es nicht ein Klagelied, sondern da heißt es eine rasende Weise Davids, die er ihm sang wegen der Reden Kuschs des Benjaminiten. Eine rasende Weise, nicht im Sinne von sehr schnell, sondern im Sinne von verrückt. Weil das Wort Shigayon anklingt an das hebräische Verb Shaga. Und das hat was zu tun einerseits mit Geräuschen, die in der Tierwelt passieren, wie Girren oder auch verzweifelt Schreien, aber auch mit Verrücktheit, mit Verrücktsein, mit wahnsinnig werden. Also es ist ein bisschen unklar, warum steht das hier in diesem Lied Davids, weil er wahnsinnig wurde, weil er verrückt wurde vor Verzweiflung, weil er so ein unglaublich großes Temperament hatte, weil es mit ihm durchging. Was soll das heißen, dass hier steht Shigayon, ein Klagelied Davids? Es ist jedenfalls nichts Langweiliges, nichts Gebändigtes, nichts irgendwie vorher fein Überlegtes, sondern es ist ein Lied, das David raushaut, weil ihm etwas sehr an die Nieren geht und er lässt seine Gefühle oder sein Empfinden lässt er hier deutlich sehen und verstehen. Er zeigt das und gibt uns die Möglichkeit, uns auch zu verstehen, weil wir sind ja nicht nur vernünftige Menschen immer, sondern auch welche mit starken Gefühlen, starken Emotionen. Wir leiden manchmal sehr stark unter dem, was passiert. Und David macht uns Mut, dass wir das akzeptieren, dass wir das nicht verdrängen, sondern dass wir dem ins Auge sehen, wie es uns eigentlich geht. Und so habe ich hier also stehen ein Klagelied Davids. Es könnte aber auch eine rasende Weise Davids sein. Oder wie übersetzt Karl Emil Schade, ein führig Gebet von David. Ein führig Gebet, ein feuriges Gebet. Ja, David, ich habe bei den anderen Psalmauslegungen schon gesagt, dass es literarische Fiktion ist, dass David diese Psalmen gebetet hat, dass sie im Tempel in Jerusalem gebetet wurden, begleitet von Musik, immer gesungen und gebetet wurden. Aber ich habe jetzt überlegt, jetzt beim siebten Psalm, man entwickelt ja auch seine eigenen Gedanken dazu. Ich bleibe jetzt mal bei der literarischen Fiktion, weil sie, glaube ich, wichtig ist für das Verständnis dieses Psalms. Also wenn da gesagt wird, David hat ihnen gesprochen, dann hilft es uns wahrscheinlich, dass wir uns vorstellen, dass David ihnen gesprochen hat. Auch wenn in Wirklichkeit irgendein biblischer Schreiber unter dem Namen Davids den Psalm verfasst hat oder einfach den Stempel David drauf gemacht hat. Aber es hilft uns, glaube ich, zu verstehen, was für ein Mensch ist das, der diese Psalmen betet, was erlebt er alles, welche Schwierigkeiten erlebt er. Weil David war ein großer, frommer Mann und König Israels. Er kam auf wunderbare Weise zum Königsthron. Eigentlich war Saul sein Vorgänger. Gott hatte sich das aber anders überlegt. Dieses ganze Feld der Wege, die Gott uns führt, die unvorhersehbar sind und manchmal unverständlich. Und dieses, dass Gott zu uns hält, obwohl wir Sünder sind und Sünden begehen, das alles kann man am Beispiel König Davids natürlich wunderbar sehen,
wenn ihr die Zeit habt, dann schlagt doch auch die Samuel-Bücher der Bibel auf und lest die David-Geschichten einfach nochmal zur Erinnerung als Hintergrundmusik für den Psalter sozusagen. Wir wollen uns jetzt darauf einlassen, dass David diese Psalmen gebetet hat. Und dann wird sogar genauer gesagt, ein Klagelied Davids, das er dem Herrn sang wegen des Benjaminiten Kusch, also Benjaminiten aus dem Stamm Benjamin. Das ist der Stamm Sauls gewesen, des Königs, den David letztlich von seinem Thron verdrängt hat. Und Kusch ist der Name eines Mannes. Diese Geschichte, dass ein Mann namens Kusch aus dem Stamm Benjamin auftritt und David irgendwie bedrängt und belästigt oder ihm Worte entgegenschleudert, die gibt es nicht in der Bibel. Das ist eine Geschichte, die in der Bibel nirgends berichtet wird. Damit müssen wir leben. Es hat also einen Kusch gegeben und der hat den David ganz schön in die Mangel genommen. Wir wissen darüber nichts Genaueres. Wir wissen nur, er hat ihn in die Mangel genommen. Und wer sich ein Beispiel anschauen möchte, wie das ausgesehen haben könnte, der kann ja mal in 2. Samuel 16 nachlesen, die Geschichte, wie ein Mann namens Shimi, wie der den König David angeht, als der in sein Dorf kommt, als er ihm begegnet, wie er ihn beschimpft, wie er wütet gegen ihn und wie die Begleiter Davids dann eigentlich sagen, warum lässt du dir das gefallen? Du bist der König und der beschimpft dich hier so. Und David vermutet, dass Gott diesen Shimi geschickt hat wegen seiner Sünden. Könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht könnt ihr jetzt auch eben ausschalten und euch die Shimi-Geschichte durchlesen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Was muss das gewesen sein, was den David so auf die Palme gebracht hat oder so bedrängt hat, was dieser unbekannte Kusch aus dem Stamme Benjamin gegen ihn vorgebracht hat. Jetzt aber lassen wir David selber zu Wort kommen. Vers 2: Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir vor all meinen Verfolgern und rette mich, damit mich nicht einer wie ein Löwe zerreißt, mich zerfleischt und keiner ist da, der rettet. Es gibt natürlich solche Situationen, nicht? Das kennen wir auch, dass wir irgendwie umstellt sind von Leuten, oder dass wir das Gefühl haben, wir sind umstellt von Leuten, die uns ans Leder wollen, die uns verfolgen sozusagen. Das ist, als ob einen ein Löwe verfolgt. Also da kann man ja Angst kriegen. Manchmal kriegt man Angst einfach in dem, wie es einem geht im Umgang mit anderen Leuten. Und wenn du das kennst, dann kannst du dich in König David hinein denken, er war ein großer König und kannte das eben auch. Er hatte Feinde, die ihm so Angst machen, wie ein Löwe einem Angst machen würde, wenn er sich einem nähert. Und dass man Angst hat, ist es keiner da, der rettet. Wenn der jetzt kommt und springt mich an und zerfleischt mich und keiner hilft mir. Und dann bleibt übrig, dem David und auch uns, dass man sich dann an Gott wendet. Bei dir suche ich Zuflucht, Herr. Es ist kein Mensch hier, der mir hilft, der mir helfen könnte oder wollte. Aber du, Herr, bist doch da. Du kannst und willst mir helfen. Darauf verlässt David sich. Darauf sollen wir uns verlassen. Und jetzt Vers 4, folgende. Herr, mein Gott, wenn ich dies getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen klebt, wenn ich dem, der gut zu mir war, Böses tat und den beraubte, der mich ohne Grund bedrängt, so verfolge mich der Feind und hole mich ein, trete mein Leben zu Boden und lege in den Staub meine Ehre, Sela. Sela ist ein Pausenzeichen, das man auch nicht genau übersetzen kann. Das steht dann wahrscheinlich als Hinweis für Chöre und Musikanten öfter mal in den Psalmtexten drin. Das zeigt uns, dass hier eine Pause ist, der Sinnzusammenhang endet. Vorher ging es darum, dass David also sagt, wenn ich wirklich schuldig bin, dann will ich mir das ja alles gefallen lassen. Ja. Im Grunde, der Kommentator Hans-Joachim Kraus sagt, es handelt sich hier um eine Selbstverfluchung des Beters. Der sagt also, ich
will es vor Gott und den Menschen wirklich deutlich machen, dass ich unschuldig bin. Wenn ich schuldig sein sollte, wenn ich hier lüge, wenn ich euch was vormache, wenn das gar nicht stimmt, was ich euch sage, dass ich unschuldig bin, wenn Unrecht an meinen Händen klebt, wenn das, was gegen mich vorgebracht wird, nämlich dass ich zu dem, der gut zu mir war, unfreundlich war, dass ich ihm Böses getan habe, wenn ich wirklich den bedrängt habe, den beraubt habe, der mich bedrängt hat, dann will ich mir das gefallen lassen, dass man mich zu Boden tritt. Ja? Dann soll der Feind mich kriegen, dann soll er meine Seele kriegen, dann soll er mich in den Staub treten, ja? soll er mich demütigen und zunichte machen. Das ist eine Selbstverfluchung, die nur deutlich machen soll, umso deutlicher machen soll, das sagt David, weil das ja alles nicht stimmt. Das stimmt nicht. Und deshalb sagt er, wenn das stimmen würde, dann soll das passieren, dann soll ich zu Boden geworfen und bestraft werden. Ja? Dann nehme ich das alles auf mich. Aber es stimmt nicht. Und das ist eben die Situation, da kannst du dich jetzt mal fragen, fällt dir da was ein? Erlebst du das, kennst du das? Dass du dir ganz sicher bist, dass die Vorwürfe, die gegen dich erhoben werden, zu Unrecht erhoben werden. Dass es einfach nicht stimmt, dass man sich da was zurechtfantasiert, dass man lügt, dass man dich absichtlich nicht versteht, dass man was gegen dich hat und jetzt die Gelegenheit nutzt, um dir ans Leder zu gehen. Kennst du das? Also dann, wenn du das kennst, dass man dich zu Unrecht beschuldigt, dann sollst du auch, oder dann kennst du vielleicht auch diesen Impuls, das stimmt eben einfach gar nicht. Du kennst auch diese Verzweiflung, wie David hier seine Unschuld beteuert, ja, also durch diese Selbstverfluchung, wie er, weil er ja nicht beweisen kann, dass er unschuldig ist, wie er nur appellieren kann, wie er nur sagen kann, es ist einfach nicht so. Sie beschuldigen mich zu Unrecht. Wir kommen zu Vers 7. Steh auf, Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen den Grimm meiner Feinde und mache dich auf, mir zu helfen, im Gericht, das du bestellt hast. Lass die Schar der Völker um dich stehen und throne über ihr in der Höhe. Der Herr richtet die Völker. Schaffe mir Recht, Herr. Ja, das ist natürlich ein ganz großer Appell. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Also jetzt verflucht der David nicht mehr sich selbst. Jetzt geht es nicht mehr darum, seine Unschuld selbst zu beweisen durch einen Eid, den man schwört, sondern jetzt geht es darum, dass Gott Gericht übt. Und Gott ist ein ganz anderer Maßstab. Ja. Der Herr, heißt es hier, der sich erheben soll, der hat doch das Gericht einberufen, zusammengerufen, und der Herr, der lässt beim Gericht die Schar der Völker um sich stehen, der ist nicht nur der Richter einzelner Menschen und ihrer mehr oder weniger kleinen Sünden und Begebenheiten und Schwierigkeiten, in denen sie stecken, der Herr muss nicht nur gucken, dass er das Unrecht, was du erleidest und was andere dir antun, im Blick hat, sondern der Herr ist gewaltig und majestätisch, der richtet auf Erden, der richtet zwischen den Völkern, er hält Gericht, er spricht Recht, er sagt, was gut und was böse ist, er gibt das an und er spricht ein Urteil darüber und er thront über den Völkern in der Höhe. Im hebräischen Text heißt es im Original eher, er lässt die Völker um sich herum stehen und er schwingt sich dann auf in die Höhe, sodass er über ihnen, einen Platz über ihnen einnimmt. Ja, dieser große Gott, der die Völker richtet, an den appelliert nun David, Herr, du großer Gott, richte auch jetzt zwischen mir und meinen Anklägern, zwischen denen, die mich verfolgen und mir, der ich zu Unrecht beschuldigt werde. Du darfst an diesen großen Gott appellieren, dass er auch dir Recht gibt. Weiter geht's in Vers 9. Der Herr richtet die Völker, schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Unschuld geschehe mir.
Ja, darüber haben viele Protestanten zumal gemeckert und geklagt und gesagt, das ist ja wohl ganz und gar unbußfertig, dass einer hier an seine eigene Unschuld erinnert und sich für gerecht erklärt. Ja. Das ist aber gar nicht im tieferen theologischen Sinne gemeint, dass David nun der Meinung ist, er sei grundsätzlich unschuldig und gerecht. Das ist er natürlich nicht. Das wissen wir doch aus den Geschichten, die von ihm überliefert sind. Er ist ein Sünder, ein größerer Sünder als wir vielleicht. Oder ein genauso großer Sünder wie wir. Er will hier überhaupt nicht vor Gott sich aufspielen als einer, der nun gut und gerecht ist, sondern er will sagen, dass in dieser Situation, wo er angeklagt wird, wo man ihn kritisiert, dass er in dieser Situation unschuldig ist. Dass die Anklagen, die gegen ihn erhoben werden, die Beschuldigungen, der Dreck, mit dem man ihn bewirft, dass das zu Unrecht geschieht. Das will er sagen, wenn er hier sagt, schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Unschuld geschehe mir. Ich muss ja auch nicht jede Schuld, jede Anklage mir gefallen lassen, wenn sie nicht stimmt. Ich klage mich selbst in meinem Gewissen doch schon an, wegen der Sünden, von denen ich weiß. Und davon weiß ich eine Menge. Aber wenn ich zu Unrecht angeklagt werde, dann darf ich doch appellieren, dass es hier zum Aussprechen der Wahrheit kommt. Und muss nicht nachgeben, nicht klein beigeben. Das tut David nicht. Vers 10 geht es weiter. Zu Ende gehe die Bosheit der Frevler, doch dem Gerechten gib Bestand. Du, der du die Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Ja, das ist die große Sehnsucht natürlich, wenn man zu Unrecht angeklagt wird. Ich meine, wie? Ich überlege gerade, ich habe es schon oft erlebt in meinem Leben, dass ich angeklagt wurde, weil man, oder dass ich beschuldigt wurde, oder dass man mich kritisiert hat, weil man meine Motive nicht verstanden hat, weil man mir was Böses unterstellt hat. Ich kenne das auch, dass man unzufrieden ist mit dem Urteil, das die Leute über einen fällen. Ja. Ich kenne es eigentlich eher wenig, dass Leute absichtlich und um mir zu schaden, Lügen über mich erzählen. Das ist auch passiert. Jetzt, wo ich darüber rede, fallen mir 2, 3 Situationen ein, die mir auch wirklich geschadet haben, wo Dinge behauptet wurden, die überhaupt nicht stimmten. Das ist schwierig auszuhalten, weil man sich gegen solche Gerüchte, die in die Welt gesetzt werden, man hätte dies oder das gesagt oder getan, nicht wehren kann. Nicht? Die gehen einfach weiter. Die haben ja was zu tun mit dem Bild, das sie Leute von uns haben, wenn sie sowas erzählen, sowas Falsches erzählen. Das kenne ich auch, das stimmt. Aber mehr kenne ich das und mehr leide ich darunter, wenn ich mich für eine Sache einsetze, wenn ich für eine Sache kämpfe, wenn ich für eine Sache streite, vielleicht auch mal zanke, zum Beispiel dafür, dass man gewissen armen Leuten, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, Gerechtigkeit widerfahren lässt oder dass man gnädig mit ihnen ist, großzügig und gutherzig und dass man mir dann unterstellt, ich wäre wurschtig und gleichgültig gegenüber den Fehlern und Schwächen dieser Leute und würde nicht sehen, wie die einen auch ausnutzen und so. Das kenne ich mehr, als dass man mir absichtlich lügenhaft was unterstellt. Aber es ist immer schwierig. Und ich würde mich gar nicht trauen, vielleicht an Gott zu appellieren, an den großen Gott, vor dem die Völker nun im Kreise stehen, wegen meiner kleinen Beschwerden, die mir gewisse Leute so machen. Aber ich werde wohl doch ermuntert hier in diesem Psalm. Lieber Jens, du darfst appellieren, wie David appelliert hat, an Gott. Zu Ende gehe die Bosheit der Frevler, doch dem Gerechten gibt Bestand. Du, der du die Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott, du prüfst ja die Herzen und Nieren, du prüfst ja auch mich. Wenn ich hier appelliere, dass ich unschuldig bin, dann prüfst du ja auch mich. Ja. Bin ich unschuldig, bin ich nicht unschuldig? Ich weiß es doch in meinem Gewissen eigentlich selber, was für Motive mich umtreiben und was mit mir los ist. Weiter geht's. Vers 11, 12, 13. Mein Schild ist Gott, der denen hilft, die aufrichtigen Herzens sind. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt.
Mein Schild ist Gott, der denen hilft, die aufrichtigen Herzens sind. Ja, das hört man gern. Und das ist vielleicht auch einfach mal tröstlich. Wenn ich ein aufrichtiges Herz habe, dann kann ich mich darauf verlassen, Gott ist mein Schild und wird mich bewahren. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das ist schon etwas, was vielleicht ja auch von einem gewissen neutestamentlichen Gottesverständnis her, von dem Gottesbild, das wir von Jesus her haben, ja, ist das vielleicht etwas schwierig. Ich kenne das auch, dass man also über das Alte Testament oft sagt, also das habe die Höhe der neutestamentlichen Frömmigkeit noch nicht erreicht, das sei noch so in Rachegedanken und Vergeltungsideen befangen und das müsse sich erstmal noch weiterentwickeln, was da im Alten Testament steht. Und erst wenn wir Jesus kennen, dann überwinden wir das sozusagen. Es gibt viel Geringschätzung des Alten Testaments in christlichen Kreisen, die ist mir schon viel begegnet. Ich erinnere mich an Situationen nach Predigten im Gottesdienst über alttestamentliche Texte, wenn dann beim Kirchcafé die Leute gesagt haben, das wäre aber sehr alttestamentarisch wieder gewesen. Wenn man also das Alte Testament zu Worte kommen lässt, so wie hier, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt oder der täglich schimpft oder der täglich grollt oder der täglich auch seinen Zorn rauslässt, der uns kritisiert. Das hören wir vielleicht nicht gern, aber so ist Gott. Und ich glaube, wir verstehen das Neue Testament überhaupt nicht. Und wir verstehen Jesus überhaupt nicht. Wir verstehen ihn vollkommen falsch. Wir romantisieren ihn. Wir verharmlosen ihn und seinen Tod. Wir verstehen insbesondere seinen Tod am Kreuz überhaupt nicht, wenn wir solche Sätze hier nicht lesen und darüber nachdenken und aufmerken und wenn wir die nicht verstehen. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Gott ist wirklich zornig über die Sünden, die ihm von überall entgegenschlagen, von uns, durch uns. Und letztlich ist ja die Botschaft des Neuen Testaments, dass dieser Zorn Gottes nicht irgendwie verschwunden ist, sondern dass dieser Zorn einen konkreten Menschen getroffen hat, stellvertretend für alle. Und dieser eine Mensch, den der Zorn Gottes getroffen hat, das ist Jesus Christus und den hat er getroffen am Kreuz. Und weil dieser Zorn voll und ganz Jesus am Kreuz getroffen hat, weil er ihn zerschlagen hat, ich ringe nach Worten, ich hätte jetzt fast gesagt, bis zur Raserei sich ausgetobt hat, vielleicht darf man das als ganz grenzwertige Äußerung so stehen lassen, ja? Weil Gott wirklich zornig gewesen ist und seinen Zorn rausgelassen hat, abgeleitet hat auf Jesus am Kreuz. Deshalb ist er uns gegenüber gnädig. Ja, und jetzt kommen hier Verse, die ich für schlecht und falsch übersetzt halte, aber da könnt ihr mir gerne widersprechen. Alle deutschen Übersetzungen, mehr oder weniger, haben das. Ich fange nochmal mit Vers 12 an, weil das in den Zusammenhang gehört. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Fürwahr, schon wieder schärft einer sein Schwert, hat seinen Bogen gespannt, bereit zum Schuss. Todeswaffen hält er sich bereit, seine Pfeile macht er zu Brandgeschossen. Das klingt ja so, als ob zwischen Gott ist ein gerechter Richter und dem, was hier über den, der sein Schwert schärft, gesagt wird, ein Gap wäre, ein Sinn, ein Zusammenhangwechsel, ein neuer Zusammenhang, als ob da über jemand anderen gesprochen würde. Aber ich glaube, dass über Gott gesprochen wird, dass es nicht darum geht, dass auf der einen Seite Gott ein gerechter Richter ist und auf der anderen Seite jetzt irgendwie die Feinde schon wiederkommen und ihren Bogen spannen und mir Ärger machen wollen, sondern ich glaube, dass es hier ein Bild gemalt wird von Gott, der zornig ist und der Pfeile auf den Bogen legt und der Brandpfeile verschießt und der nicht umkehrt, wirklich zur Strecke bringt. Auch das im Kontext des Neuen Testaments gelesen, erklärt natürlich das, was am Kreuz passiert ist. Wir verstehen das Kreuz überhaupt nicht mehr,
wenn wir diese Texte nicht gründlich verstehen. Und ich frage mich, wie das kommt, dass im Englischen, selbst im Plattdeutschen, im Friesischen, habe ich auch geguckt, überall Gott als der geschildert wird, der seinen Pfeil anlegt und spannt. Ich lese mal eben den hebräischen Text vor mit der Übersetzung. Im Lo Yashuv Chabo Yiltosh Kashto Darach Wayechuneneha. Das heißt übersetzt, wenn er nicht umkehrt, schärft er sein Schwert, seinen Bogen spannt er und legt auf das Ziel an. Wenn er nicht umkehrt, wenn der Sünder nicht umkehrt, wer soll denn sonst umkehren? Dann schärft er, nämlich Gott, sein Schwert, das ist ein Bild, dann macht er sich bereit zu strafen, dann spannt er seinen Bogen und legt auf das Ziel an, nämlich auf den Sünder. Gott hat den Sünder auf dem Kicker, er hat ihn im Blick, er will an ihn ran, er will ihn zur Strecke bringen, er ist zornig über ihn. Und weiter in Vers 14, Velo hechin kele mavet chitzaf ledolekim yif'al. Und für ihn bereitet er Werkzeuge des Todes, seine Pfeile macht er zu Brandpfeilen. Also Werkzeuge des Todes bereitet er, das ist nicht, glaube ich, meine ich, nicht der Sünder, der schon wieder im Gange ist, kaum habe ich an Gott appelliert, klopft er schon wieder an die Tür und poltert schon wieder rum und will mir an den Hals, an die Gurgel, sondern das ist, glaube ich, Gott. Er bereitet Werkzeuge des Todes, seine Pfeile macht er zu Brandpfeilen. Da wird von Gott geredet. Ich berufe mich dabei auf die Luther-Übersetzung von 1545, ich lese das mal eben vor. Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich treuet. Will man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannet und zielet und hat darauf gelegt, tödlich Geschoss. Seine Pfeile hat er zugericht, zu verderben. Karl Emil Schade in der plattdeutschen Übersetzung übersetzt es nach dem Urtext eigentlich genauso. Ich glaube, dass die Zürcher Übersetzung und die neuere Luther-Übersetzung und alle deutschen Übersetzungen das nicht so übersetzen, weil ihnen sehr unangenehm ist, dass Gott hier als einer geschildert wird, der den Sünder zur Strecke bringt. Wir können es als Christen ja so auch schlecht stehen lassen, ja, aber wir müssen es auf der anderen Seite eben doch so stehen lassen. Und von daher, von diesem Bild, dass Gott Pfeile auf den Bogen legt und den Sünder ins Ziel nimmt, dass er Brandpfeile verschießt, dass er den Sünder zur Strecke bringt, von diesem Bild, das uns möglicherweise erschrickt, von diesem Bild her verstehen wir den Kreuzestod Jesu überhaupt erst richtig. Denn Gott spannt ein Pfeil auf seinem Bogen, er legt an und zielt auf den Sünder und der, auf den er den Pfeil abschießt und den er tötet, den er zur Strecke bringt, der Sünder, den er zur Strecke bringt, ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat, der aber anstelle aller Sünder zur Strecke gebracht wird. Ich meine, von Psalm 7 aus kommt ein profundes Verständnis der Kreuzestheologie des Neuen Testamentes. Was soll das Ganze, dass Gott das zulässt, dass Jesus am Kreuz stirbt? Es macht sich ja so eine Haltung breit in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, vielleicht schon seit der Aufklärung, dass Gott das bestenfalls irgendwie erduldet oder dass Jesus irgendwie beispielhaft das auf sich nimmt und sich nicht wehrt, wie dass er eben friedfertig ist und so weiter. Aber von diesem Psalm her, für wahr, er schärft sein Schwert, er hat seinen Bogen gespannt, bereit zum Schuss, Todeswaffen hält er sich bereit, seine Pfeile macht er zu Brandgeschossen. Wenn das von Gott gesagt ist, dann schießt er seinen Pfeil auf Christus am Kreuz, da trifft er ihn.
Und da trifft er die Sünde, da trifft er den Menschen an sich, den sündigen Menschen. Aber geheimnisvollerweise trifft er da die Sünde in dem Menschen, der gar nicht gesündigt hat als einziger, in dem Gottmenschen Jesus Christus. Aber wir lassen es doch mal so stehen, wie es hier steht. Todeswaffen hält er sich bereit, seine Pfeile macht er zu Brandgeschossen. Und dann geht es weiter, dann kommt tatsächlich der Umschwung zu dem Sünder, um den es geht, auf den Gott eigentlich wütend ist, an dessen Stelle er aber dann Christus am Kreuz tötet. Dann geht es zu dem, der Böses tut, und der wird hier so beschrieben, Vers 15. Siehe, er empfängt Frevel, geht schwanger mit Unheil und gebärt Lug und Trug. Das finde ich gut, ist schön beschrieben, oder? Er empfängt Frevel, also es ist wie eine Empfängnis. Frevel empfängt er, dafür ist er empfänglich, das nimmt er in sich auf. Geht schwanger mit Unheil und gebärt Lug und Trug. Was er hervorbringt, ist Lug und Trug. Das ist natürlich, ja, so sind wir leider oft, ja. So sind wir Menschen oft. Nicht nur die anderen sind immer so. Ich selber bin auch im Grunde so. Manchmal kommt das durch. Manchmal kämpfe ich dagegen an, manchmal nicht. Aber jetzt beschreibt David einfach die Leute, die ihn bedrängen. Und die beschreibt er nochmal so. Also an dieser Stelle weiß David sich ja unschuldig und deshalb beschreibt er die nochmal so. Die machen nichts als Lug und Trug. Und dann kommt was Tröstliches, was den David irgendwie tröstet, was wohl auch eine Lebenserfahrung ist, was es eben auch immer wieder gibt. Über den Bösen wird gesagt, er grub eine Grube und hob sie aus, doch stürzte er in das Grab, das er machte. Sein Frevel kommt zurück auf sein Haupt, auf seinen Scheitel fährt seine Untat herab. Wisst ihr, das ist irgendwie ein anderer Trost als der am Anfang, nicht? Das ist nicht der Trost, dass Gott den David jetzt als unschuldig erweist, indem er ein Urteil spricht und indem auf einmal alle einsehen, wir haben gelogen oder wir haben das Falsche gesagt und behauptet und wir wollen David rehabilitieren, sondern die Rehabilitation sieht so aus, das ist ein Gedanke, der in den späten Zeiten des Alten Testaments eigentlich sehr verbreitet ist, dass es in der Welt schon eine Klarstellung der Verhältnisse gibt durch Gottes Wirken. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst herein. Ja? Der Böse gräbt die Grube, aber der wird schon sehen, dass er da damit nicht durchkommt. Mit diesem Gedanken kann man sich auch mal trösten. David tut das jedenfalls hier. Sein Frevel fällt zurück auf sein Haupt. Also was er tut, das wendet sich gegen ihn selbst. Auch das gibt es natürlich. Oftmals nicht sofort, oftmals dauert das eine ganze Zeit, muss man Geduld haben. Und manchmal kommt es nie. Dann erlebt man das, dass die bösesten Menschen uralt werden und ein glückliches Leben irdisch gesprochen haben. Aber oftmals, auch wenn man genau hinschaut, erfährt man doch auch dieses, dass Menschen in die Kuhle hineinfallen, die sie gegraben haben. Und der Schlussvers, den ich vorhin schon gelesen habe. Ich will den Herrn preisen für seine Gerechtigkeit, will singen dem Namen des Herrn des Höchsten. Ja, damit endet es. Am Ende steht der Lobpreis der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist auf jeden Fall gerecht. Was immer passiert, wie immer du aus der Sache rauskommst, ob du das erleben wirst, dass deine Bedränger und Feinde selber in die Kuhle stürzen, die sie dir graben wollten, oder ob Gott ihnen noch ganz viel Zeit gibt, um sich zu ändern und Zeit der Gnade, wo sie über sich nachdenken können und ihre Sünden. So oder so ist Gott der gerechte Gott. Und David will singen dem Namen des Herrn des Höchsten. Ich habe schon gesagt, als Christen ist für uns die ganze Sache noch viel abgründiger, weil hier so deutlich von dem Zorn Gottes gegen die Ungerechtigkeit und die Sünde und gegen die Ungerechten und die Sünder gesprochen wird. Und
Für uns Christen liegt in diesem 7. Psalm der besondere Impuls, so empfinde ich das, dass er uns erklärt, wie der Zorn Gottes dann eben nicht, was wir gerne hätten, die Sünder trifft, die wir als Sünder definieren und wo wir sagen, das sind die Bösen. Und auch nicht uns selber, weil wir oder indem wir selber Sünder sind und böse sind, sodass wir dann wieder erschrecken müssten und gar nicht wüssten, wie wir überhaupt am Gericht Gottes vorbeikommen können, sondern der Zorn Gottes, der Pfeil, den er auf seinen Bogen gelegen hat, der Brandpfeil seines glühenden Zornes, der trifft. Und das ist erschütternd, oder nicht? Das ist wirklich erschütternd und läutet ja im Grunde jetzt in der Fastenzeit, die nun da ist. Wir sind im Februar, Ende Februar 2021, Fastenzeit. Läutet in der Fastenzeit das Passionsgeschehen ein, also das Leiden, das Gedenken an das Leiden Christi. Dass der Pfeil, den Gott auf den Bogen gelegt hat, dass der gar nicht uns Sünder trifft, nur manchmal hin und wieder zur Ermahnung, zur Erinnerung, trifft er auch uns. Müssen wir was erleiden, müssen wir durch Strafe durch. Aber grundsätzlich trifft dieser Pfeil des Zornes Gottes Jesus Christus am Kreuz. Der stirbt unter diesem Pfeil, in diesem Pfeil Schuss. Und er stirbt, damit wir nicht sterben müssen, damit uns dieser Pfeil nicht trifft. Gottes Zorn hat sich ausgetobt, hätte ich fast gesagt. Das klingt despektierlich, ist es auch. Gottes Zorn hat ein Ziel gefunden. Und das Ziel hat sich freiwillig angeboten für den Zorn Gottes, damit wir von ihm frei würden. Das ist geheimnisvoll und großartig und gibt diesem Psalm für uns Christen nochmal eine ganz andere Tiefe und Schwere und Heftigkeit auch, über die wir nachdenken und beten können. Soweit zum Psalm 7. Seid gesegnet, ihr Lieben. Tschüss.